Herzlich grüße ich Sie zum Gottesdienst am dritten Sonntag in der Passionszeit, den wir hier in der Matthäuskirche als Weltgebetstagsgottesdienst feiern. In abgewandelter Form, aber wir nehmen die Informationen, Gebete, Lieder, die Bilder der Frauen aus Vanuatu auf und nehmen sie mit auf eine Reise. Fühlen Sie sich eingeladen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vanuatu ist ein Inselstaat östlich von Australien im Südpazifik, bestehend aus 83 Inseln, von denen 65 bewohnt sind. Die größtenteils vulkanische Inselgruppe erstreckt sich über eine Fläche von 14.500 Quadratkilometern. Die Inseln von Vanuatu sind schon seit Jahrtausenden bevölkert. Die ältesten Funde sind 3.000 Jahre alt. Portugiesische Seefahrer eroberten die Inseln. Später schloss sich eine jahrhundertelange Kolonialherrschaft und Sklaverei von Spaniern, Engländern und Franzosen an. Kolonialherrschaft und Sklaverei konnte die Inselbevölkerung abschütteln und erlangte 1980 ihre Unabhängigkeit. Sie ließen den alten Kolonialnamen Neue Hebriden zurück und sind heute die Parlamentarische Republik Vanuatu. Vanuatu heißt Land, das aufsteht, mit der Hauptstadt Port Avila auf der Insel Efate, die gleichzeitig politisches und wirtschaftliches Zentrum ist. Neben 110 Muttersprachen dient Bislama, eine in der Kolonialzeit entstandene Sprache, zur verallgemeinigen Verständigung. Früher dienten zur Verständigung auch Sandzeichnungen. Rituelle Sandzeichnungen wurden von der UNESCO in die Liste der Weltkulturerbe aufgenommen. Die Ni-Vanuatu, wie sich die Bevölkerung nennt, leben meist in Dörfern und betreiben Landwirtschaft und Gartenbau. Der Besitz eines großen Gartens, dazu die Zahl der Schweine, ist ein Maß für wirtschaftliche Zufriedenheit. Das Gemüse, wie auch Kakao, Kokosnuss, Fisch, Sandelholz sowie die wichtige Kawa-Wurzel werden auf dem Markt verkauft. Neben der Währung Vatu spielt auch der Tauschhandel noch eine bedeutende Rolle. Dabei ist die Geschlechterrolle sehr traditionell und rigoros. Die Arbeiten in der Familie und im Dorf sind streng nach Geschlechtern getrennt. Die Hierarchie Mann-Frau wird rigoros und mit Gewalt durchgesetzt. Die Frauen sorgen für Kinder, Alte und Behinderte, bestellen Feld und Garten und verkaufen die Erzeugnisse auf dem Markt. Von politischer und gesellschaftlicher Verantwortung sind Frauen jedoch komplett ausgeschlossen. Dies wird auch in der Gottesdienstordnung von den Frauen neben der Armut als großes Problem benannt, obwohl ein Großteil der weiblichen Bevölkerung Gewalt gegen Frauen noch für normal und gegebenenfalls für gerechtfertigt hält. Die pazifischen Inseln sind in unserer Wahrnehmung
Schauplatz des Klimawandels. Auch Vanuatu ist den Folgen des Klimawandels stark ausgesetzt. Durch die zunehmende Intensität der Wirbelstürme, die Zyklone, wird die Infrastruktur zerstört. Menschen kommen um, die Ernte auf den Feldern wird zerstört und die Korallenriffe mit ihrem Ökosystem massiv angegriffen. Der wirtschaftliche Schaden kann von der Regierung nicht aufgefangen werden. Der Klimawandel wird sehr ernst genommen und auch ambitioniert angegangen, indem zum Beispiel Schweine und Feldfrüchte gezüchtet werden, die größerer Hitze standhalten können. Was macht Corona mit dem Land? Die Grenzen sind geschlossen. Es gibt anscheinend keine Infizierten. Jedoch bricht die Haupteinnahmequelle, der Tourismus, durch Ausbleiben der Flüge und Kreuzfahrtschiffe und somit der 350.000 Touristen, das ist die Zahl des Jahres 2018, bricht völlig zusammen. Diese ermöglichten wichtige Einkünfte durch Übernachtungen an den Traumstränden, Einkauf von Kunsthandwerk, Vorführungen der traditionellen Bräuche und Zeremonien, Trekkingtouren zu den feuerspeienden Vulkanen, für viele Einwohner eine wichtige Einnahmequelle, die durch die Pandemie wegfällt. Wir hören den ersten Vers von Psalm 127. Wenn Gott das Haus nicht baut, mühen sich vergeblich die daran bauen. Wenn Gott die Stadt nicht behütet, wachen vergeblich die sie behüten. Glücklich sind alle, die auf Gott als Baumeister vertrauen. Lasst uns zu ihnen gehören und beten. Gott, du hast Himmel und Erde in ihrer ganzen Fülle geschaffen. Von Anfang an bist du in der Geschichte deines Volkes gegenwärtig. Gott der Liebe, auf dir steht und gründet Vanuatu. Wir preisen dich. Danke für unsere Gemeinschaft untereinander und mit den Schwestern und Brüdern, die rund um die Erde zum Weltgebetstag versammelt sind. Danke für die großen und wunderbaren Dinge in unserem Leben und unseren Völkern. Du gibst uns Verantwortung, Weisheit, Wissen und Verständnis, damit wir für all die schönen Inseln und Länder Sorge tragen können. Wir bitten, steh uns bei und sende uns deinen Geist in diesem Gottesdienst und in unserem Leben durch Christus, unseren Bruder und Herrn, der mit dir im Geist lebt und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich lese aus Matthäus 7, die Verse 24 bis 27. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe, und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über die Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Worauf bauen wir? Dieses Thema haben die Frauen aus Vanuatu gewählt, um ihr Land vorzustellen. Auf den ersten Blick leben sie in einem Südseeparadies. Das haben wir am Anfang ja gesehen. Tolle Bilder,
wunderbare Traumstrände mit Palmen, feinem Sand, Sonne, kristallklarem Meer, üppiger Vegetation im Landesinneren und herrlicher Natur. All das kann man bestaunen. Die Frauen aus Vanuatu erleben das Wunder der Schöpfung Tag für Tag, weil sie unmittelbar in und von ihr leben. Sie erzählen uns von der Schönheit ihres Landes, von der Vielfältigkeit der Natur. Und zugleich erzählen sie uns von ihrer Sorge. Das Paradies ist längst schon in Gefahr. Es droht dauerhaft verloren zu gehen. Vanuatu gilt weltweit als das Land, das am meisten vom Klimawandel bedroht ist. Die tropischen Wirbelstürme, die jedes Jahr in der Region vorkommen, werden immer heftiger. Im März 2015 tobte der Zyklon Pam mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 280 Kilometer die Stunde und zerstörte innerhalb einer Nacht 80% aller Gebäude im ganzen Land. Im April letzten Jahres zerstörte der Zyklon Harold große Teile der nördlichen Inseln. Als besonders schwerwiegende Folgen des Klimawandels gelten die veränderten Regenmuster. Die Durchschnittstemperaturen steigen und insgesamt fällt viel weniger Regen. Die Felder sind weniger fruchtbar, es kommt zu Ernteausfällen. Andererseits kommt es immer wieder zu extremen Starkregen, der alles überschwemmt und große Schäden anrichtet. Die Künstlerin Juliette Pitat aus Vanuatu hat diese Bedrohung auf ihrem Bild festgehalten. Das Bild zeigt eine Mutter mit Kind während des Zyklons Pam 2015. Schützend birgt sie das Kind in ihren Armen, während die Welt um sie ins Wanken gerät und untergeht. Worauf bauen wir? Nachdrücklich stellen die Frauen diese kluge Frage im vermeintlichen Südseeparadies, weil sie erfahren, dass nicht nur ihre Häuser in den Stürmen wanken, sondern längst schon alte Gewissheiten ins Wanken geraten sind und sie in vielerlei Hinsicht auf Sicht fahren müssen. Und wir hier in unseren Breitengraden, wir kennen das ja genauso. Auch wenn wir nicht von Naturkatastrophen gebeutelt sind, so wie die Menschen in der Südsee. Wir erleben nicht erst seit der Corona-Pandemie, dass vieles, vieles ungewiss ist. Die Pandemie macht es aber in besonderer Weise deutlich und spürbar, dass wir auf vieles nicht mehr bauen können, was wir über lange Zeit als selbstverständlich hielten. Resilienz und zähe Widerstandskraft ist gefragt, um Krisen zu überstehen und mit den vielfältigen Erfahrungen von Ungewissheit umzugehen, mit der Ungewissheit des Lebens klarzukommen und nicht dabei zu verzagen. Daran knüpfen die Frauen an und ermutigen in ihren Texten und Gebeten, mutig voranzugehen, Schritt für Schritt und die Zukunft zu gestalten. Dabei erinnern die Christinnen an den Grund unserer Hoffnung und unseres Vertrauens mit der biblischen Botschaft vom Felsengrund. In Gott bestehen wir. Das ist sogar der nationale Leitspruch des Inselstaates, in dem 85% der Bevölkerung einer christlichen Konfession angehören. Mit einem Lächeln grüßen uns die Schwestern vom anderen Ende der Welt. Sie wollen in ihren Sorgen und Problemen nicht untergehen, sondern mit Hoffnung einladen, die Welt auch weiterhin im Vertrauen auf Gott zu gestalten. Und wir verbinden uns mit ihnen im Gebet, weil wir uns verbunden wissen durch Christus, unseren Herrn und Bruder.
wir vergessen alte Kämpfe, alten Streit und alten Trott. Vanuatu im neuen Glanz und Gemeinschaft, die alle trägt. Wir sind Gottes bunte Welt. We are the Vanuatu. Norden, Süden, Osten, Westen, beten laut, in God we stand. Vanuatu im neuen Glanz und Gemeinschaft, die alle trägt. Wir sind Gottes bunte Welt. We are the Lasst uns gemeinsam beten. Gott, du bist Anfang und Ende, und auf dir steht und gründet Vanuatu. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir uns für den Frieden auf der Welt und in unseren Familien einsetzen. Wir legen die Regierenden und das Volk von Vanuatu in deine weisen Hände. Wir wollen aufstehen gegen Ungerechtigkeit in unseren Ländern und Widerstand leisten. Gib uns die Kraft, für unsere Inseln, Völker und Nationen Verantwortung zu übernehmen. Wir beten, dass wir in Einheit, Liebe und Frieden mit ethnischer und kultureller Vielfalt leben können, wie in Vanuatu und vielen anderen Orten auf der Welt. Verbinde uns in Liebe, Frieden und Freude. Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen und Vulkanausbrüchen bedroht sind. Wir sorgen uns um Menschen, die unter Abhängigkeiten leiden. Starker Gott, beschütze unsere Gemeinschaften vor Katastrophen und Leiden. Heile die Seelen aller Menschen und lass uns deine Liebe spüren. Gott, bist uns Vater und Mutter im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Deine gerechte Welt komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Das Brot, das wir brauchen, gib uns heute. Erlass uns unsere Schulden, wie auch wir denen vergeben, die uns etwas schuldig sind. Führe uns nicht zum Verrat an dir, sondern löse uns aus dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Informiert beten, betend handeln ist das Motto des Weltgebetstages. Das heißt auch, Spiritualität und Engagement
für Gerechtigkeit sind eng miteinander verbunden. Die Projektarbeit des Weltgebetstagskomitees unterstützt Frauen und Mädchen darin, ihre politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rechte durchzusetzen. Im Pazifik unterstützt das Weltgebetstagskomitee seit vielen Jahren das Mediennetzwerk FemLink Pacific. Teil dieses Netzwerkes sind die Vanuatu Young Women for Change, eine Organisation, die von der Menschenrechtsaktivistin Anne Pekoa 2013 gegründet wurde, um der allgegenwärtigen Gewalt gegen Frauen etwas entgegenzusetzen. Die Organisation Junge Frauen für Wandel in Vanuatu arbeitet mit den Dorfvorstehern in verschiedenen Gemeinden zusammen, um sie für die Anliegen der Frauen zu sensibilisieren. In einem weiteren Projekt lernen junge Frauen, die in wissenschaftlichem Englisch und Französisch formulierten Wettervorhersagen in lokale Sprachen zu übersetzen, um auch in entlegenen Gebieten die Bevölkerung vor Naturkatastrophen wie Zyklone und Vulkanausbrüche zu warnen. Damit sich die Situation der Frauen in Vanuatu langfristig verbessert, sind sie auf unsere Solidarität angewiesen. Daher bitten wir Sie um Ihre Spende. So wie sich die Bevölkerung in Vanuatu für den Erhalt der Schöpfung, die Vielfalt der Arten einsetzen und Schritte fordern gegen Klimawandel und die Zerstörung ihrer Lebenswelt, so können wir uns dazu verpflichten, Verantwortung für die Schöpfung zu übernehmen. Wir können versuchen, in unserem Alltag konkrete Wege zu gehen, um die Schöpfung zu bewahren. Müll vermeiden, lokal, saisonal und unverpackt einkaufen, auf Wiederverwertbarkeit achten. Als ein Zeichen unserer Verbundenheit mit den Frauen in Vanuatu haben wir diesen Gottesdienst gefeiert. Sie können sich Weltgebetstagstütchen hier in der Matthäuskirche holen. Enthalten sind Informationen zum Land und Samentütchen. Wir sehen Vielfalt für ein gutes Klima, steht darauf. Wenn wir die Samen aussehen, werden uns die Blumen den ganzen Sommer an unsere Solidarität mit der Bevölkerung in Vanuatu erinnern und gleichzeitig ein Paradies für Bienen und andere Insekten bieten. Vorenthalten haben wir Ihnen jetzt noch die schön geschmückte Kirche. Wir laden Sie ein, heute in die Kirche zu kommen und ein Stück Vanuatu zu schnuppern. Die Kirche ist offen bis 19 Uhr und wir würden uns freuen, wenn Sie sich informieren, von Musik und Bildern inspirieren lassen. Wir haben auch die Möglichkeit, eine Kollekte abzugeben und vor allen Dingen nehmen Sie auch was mit und verteilen Sie es in Ihrer Nachbarschaft. Zeichen, Informationen und Bilder aus Vanuatu. Und dann gehen Sie in diese Zeit, in die kommende Woche mit dem Segen Gottes. Es segne und behüte dich, der in allem liebende und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er gebe uns und der Welt seinen Frieden. Amen.